Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, ich muss mit euch mal eben ganz kurz zur Oase gehen, bevor wir hier tatsächlich anfangen. Moment, das war die Lagune. Wo waren jetzt die Oase? Die war hier unten. Nee, da oben ist das. Weil ich nämlich gerade eben gesehen habe, dass man da heute einer Schlange begegnet. Du bist nicht die Schlange, weil du bist nicht in der Oase. Die ich noch nicht habe. Und ich habe keine Ahnung, obwohl die könnte theoretisch auch oben drin sein, oder? Ach nee, die läuft hier an meinen Füßen vorbei. Sag mir das doch einer. Ja, Hallöchen. Das ging jetzt schneller und einfacher als erwartet. Bitteschön. Dass die auch ein Zehnerpack Eier frisst, ne? Sehr gefräßige Schlange. Na gut. Ich krieg hier nichts, oder was? Ich krieg kein. Ich bekomme dich nicht, ich bekomme kein Geschenk. Na gut, dann halt eben nicht. Ich habe auch noch ein anderes kleines Problemchen, nämlich lässt meine Stimme im Moment komplett nach. Aber ich hoffe, dass das trotzdem einigermaßen geht mit dieser und den nächsten ein, zwei Aufnahmen. Weil die muss ich auf jeden Fall noch machen, damit ich diese Woche genug habe. Also sprich, damit ich erstmal über die Runden komme. Rapunzel hatte ich leider noch keine Zeit für. Beziehungsweise, ich konnte die noch nicht so hochleveln, dass sie tatsächlich auf 10 ist, weil ich jetzt auch wieder auf die Kürbisse warten muss und so weiter. Deswegen können wir damit leider, leider noch nicht weitermachen. Aber es drängt so ein bisschen die Zeit. Das heißt, ich muss auf jeden Fall wieder eine neue Folge aufnehmen, weil ja, ihr das ja mittlerweile gewohnt seid, dass täglich eine neue Folge kommt und das will ich auch beibehalten. Mit dem Brief an Antonio nur noch ganz kurz muss ich noch bis morgen warten, weil dann kann ich erst dieses eine Tier fotografieren. Dieses Chuka, ich habe keinen Namen, keine Ahnung, wie der jetzt hieß. Deswegen werden wir jetzt heute erstmal bei Eve weitermachen, weil dann ist die nämlich auch frei. Achso, die kann ich gar nicht anklicken. Wo ist in Eve? Dann ist die nämlich auch frei, wenn wir die Aufgabe gemacht haben. Und kann ich dich jetzt hier mal markieren? So. Und dann hätte ich nämlich auch die Möglichkeit, sie zu leveln. Sollte ich das dann irgendwie noch schaffen mit dem Level. Weil das ist immer so eine Sache. Dazu braucht man halt Zeit. Sehr viel Zeit, um genau zu sein. Weil man muss dann ja nicht nur die Sachen abernten. Also damit geht es natürlich am schnellsten, um die Charaktere zu leveln. Dass man nicht nur die Kürbisfelder abernten muss, sondern dass man die natürlich dann auch wieder begießen muss und wieder darauf warten muss, bis die wieder neu gepflanzt wurden und alles. Nicht gepflanzt, neu gewachsen sind und alles, damit man die dann nochmal abernten kann. Und das dauert halt alles seine Zeit. Und ich merke gerade, dass es mit meiner Stimme überhaupt nicht geht. Ich hoffe trotzdem, dass wir das noch durchhalten, die ein, zwei Folgen. Und, oh, da ist noch was Goldenes, das schnappen wir uns auch nochmal eben zwischendurch. Und natürlich kommt direkt Gaston an. Der wollte sich mal angucken, wie so ein Fisch aussieht, der nicht aus der Bühne stammt. So. Ja, und ich habe total vergessen, dass wir jetzt hier wieder neue Sachen haben. Das habe ich schon. Was Sei ist denn das? gegrüßt, Nachbar. Das ist von Rapunzel. Rapunzel kann Oh, ich glaube, auch hier zu leben mehrere ist von denen eine gut wunderbare gebrauchen. Sache. Das ist von Ralf Reichts. Na gut. GEMA-Stühle kann auch ich immer gut gebrauchen. Das nehmen wir auch nochmal schnell mit. Ich mache das jetzt nur, Freundlichen weil mir Dank. gesagt worden ist, dass das doch eigentlich ganz interessant ist, dabei zuzugucken, was alles neu reingekommen ist und so weiter. Deswegen schneide ich das jetzt nicht raus, sonst hätte ich das Ganze mal eben rausgeschnitten. So. Das war ein toller Tag. Freundlichen Ja, Dank. ne, das war ein toller Tag. Der hat zwar gerade erst begonnen, aber es war wirklich ein toller Tag, muss man sagen. Ach stimmt, das war der, also nicht wegen dem Tag, sondern wegen dem Hallo. Pulli gerade, das war dieser Schuh, wo Wally diese Pflanze drin hatte. Auf Wer den Film Wiedersehen und gesehen bis hat, weiß, bald. wovon ich jetzt gerade rede. Die Sonne glänzt fast so hell wie mein Geld. Auf Wiedersehen und bis bald. Wo ist Eve denn eigentlich? Die ist hier. Oh, was Aufgabe. ist das?
Das sieht ja mal cool aus. Oh, das kann ich wirklich gut gebrauchen. Da bin ich schon gespannt darauf, wenn ich das nachbestelle. Das ist richtig cool. Das hatten wir, glaube ich, zuletzt. Was ist mit dem? Das hatten wir auch. Die Sachen sind, glaube ich, immer neu, so wie ich es mitbekommen habe. Also ich habe bisher noch keine Tapete und keinen Boden gehabt, soweit ich mich erinnern kann, der doppelt gewesen ist. Hallo. Allerdings habe ich sehr viele gehabt, die sehr teuer waren. Nur, dass du es weißt, ich habe ein paar neue Waren im Laden. Nee, echt? Du hast neue Waren im Lager? Irgendwo hatte ich doch auch noch mein Weihnachtszimmer. Da würde das gut reinpassen. Aber ich glaube, da ist schon ein Teppich drin. Ich bin mir jetzt auf Wiedersehen. Sicher. Hier finde ich immer noch cool. Ach komm, kaufen wir noch mal einen dazu. So jetzt. Freundlichen Dank. Das habe ich schon. Okay. Das sagt mir jetzt so gar nichts. Oh, Toy Story. Gut, ich hätte es jetzt anders zugeordnet. Nein, nicht abbauen. Ich wollte jetzt mit dir reden. Eve, hier, stehen geblieben. Aufgabe. Eve. Aufgabe? Brauchst du etwas? Es muss komisch für dich sein, nichts zu tun zu haben, nachdem du die Sanduhr so lange bewacht hast. Aufgabe. Okay, du klingst ein bisschen gestresst. Lass uns zuerst etwas Lustiges machen. In der Nähe vom Land der Uralten gibt es viele Affen. Vielleicht können wir einige von ihnen füttern. Sie sind, das könnte deine neue Aufgabe sein. Aufgabe. Diese Affen fressen wahrscheinlich nur bestimmte Dinge. Ich glaube, ich muss mir etwas einfallen lassen, das mindestens 3 Sterne hat. Vielleicht möchten sie ein leckeres Dessert auf Bananenbasis. Okay. Nein. Oh, ich habe doch extra auf... Achso, ich habe auf L gedrückt, nicht auf T. Ah. Okay. Ich habe nichts gesagt, behaupte das Gegenteil. So, Eve, dann komm auch bitte mit. Das tust du eh, oder? Ja, ich glaube schon. Hier ist zum Beispiel ein Äffchen. Moment. Nee, du bist der Affe, den ich schon habe. Genau. Dann schauen wir mal. Bananensplit oder sowas sollte ich, glaube ich, jetzt machen. Wenn ich jetzt wüsste, wo drunter das jetzt ist. Wahrscheinlich unter Nachtisch, nehme ich mal an. Wobei das für mich wahrscheinlich eher so ein Hauptessen wäre, wenn ich das essen würde, aber... Bananenkuchen. Ah, Bananenkuchen könnte man natürlich machen. Bananensplit wäre auch nicht schlecht, aber gut, man muss ja jetzt nicht unbedingt ein 3-Sterne-Menü haben. Automatisches Auffüllen. Ja, und hier kann ich wirklich Disney immer noch nur dazu anhalten. Bitte, bitte, bitte. Ich habe es auch so oft schon auf Twitter geschrieben. Bitte ändert endlich das System, dass wir direkt mehrere Rezepte auf einmal machen können. Einfach nur hier unten, wo einmal die Kohle drin steht oder so, dass man da vielleicht anklicken kann. 2 Kohle oder wie auch immer, dass das sich oben automatisch dann umändert. Oh, das würde so viel vereinfachen in diesem Spiel. So, füttere 3 Affen. Frage ist, wartet sie jetzt gleich auf uns, wenn wir rausgehen? Und die andere Frage, wo soll ich sie denn eigentlich füttern? Was hatte sie denn jetzt eben gesagt? Moment, sie ist jetzt wieder... Was macht sie denn jetzt da hinten? Wir müssen einfach nur so 2 Affen füttern, nehme ich jetzt mal an. Wir müssen jetzt nicht hier irgendwie spezielle Affen füttern. Was jetzt doof ist, weil alle Affen, die jetzt hier sind... Also die man jetzt finden kann, die habe ich natürlich alle schon. Ich hätte jetzt natürlich lieber einen gefüttert, den ich noch nicht hätte. Ist die gerade unsichtbar bei mir vorbeigelaufen oder habe ich die jetzt echt nicht gesehen? Eve, komm mal mit. Ja, Aufgabe. Ich würde dir gerne eine Aufgabe geben, aber du rennst hier mal weg. Lass uns mal abhängen. So, jetzt komm mit. Bist du noch da, Eve? Gut, leg mal einen Zahn zu. Irgendwo hier war gerade noch ein Affe.
Äffchen. Wo bist du? Affe ist abgehauen. Mist. aber der ist nicht hier reingelaufen, das glaube ich nicht, weil das ist ja jetzt wieder... Oh, da ist aber noch ein anderer Affe. Hallöchen. Komm, flüchte von mir, damit ich da hinterherlaufen kann. Es ist ein tolles Spiel, was alle nervt, aber die Affen total freut. Jetzt versteckt er sich hier hinten in der Ecke. Ey, hier kommt's jetzt. Oh, kommt doch raus. Wo ist er jetzt hin? Hab ich jetzt gar nicht gesehen. Hallo, Affe? Eve, ich habe eine Aufgabe für dich. Finde den Affen. Affe ist weg. Na toll. Moment, machen wir das erstmal weg, damit man hier besser gucken kann auch. Beziehungsweise besser in der Gegend rumlaufen kann. Der Affe ist wirklich weg. Oder ist der jetzt irgendwie hier verbuggt gewesen? Hä? Nach oben kann der auch nicht gelaufen sein, oder? Hier oben ist doch ein ganz anderes Gebiet. Oh, das machen wir auch noch direkt mit. Ich weiß jetzt nicht, kann der unten reingelaufen sein eventuell? Äffchen? Oh. Da haben wir noch was, da komme ich noch nicht dran. Ja, das ist ja richtig toll hier hinten in der Ecke. Super gemacht. Eieiei. Ach, da hinten ist er. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Nein, nicht abhauen. Affe, bleib hier. Nein, jetzt fang mich wieder von vorne an, du blöder Affe. Back jetzt aber nicht wieder in der Ecke rum, wenn du jetzt hier hin und her läufst. Komm her, bei Fuß. Sitz, Platz, aus. So. Jetzt weiß ich gar nicht mal, wo das Essen ist. Da. Nimm die Gabel. Wobei die Gabel falsch rumliegt, muss ich dazu sagen. Das haben sie natürlich auch clever gemacht. So, füttere einen Affen. Das ist schön. Können wir auch direkt mitnehmen. Hier vorne hatte ich einen hellen gesehen. Den hatten wir, glaube ich, sogar eben gemeinsam gesehen. Wo ist der jetzt hin? Das gehört, glaube ich, alles zu den Docks, ne? Ah, da ist er. Hallöchen. Na? Willst du bei Dagobert einkaufen? Nein, möchte er nicht. Okay, ist ihm zu teuer. So, mein Kleiner. Da habe ich was für dich. Was ganz Leckeres. Was eigentlich da runterfallen müsste, wenn es so an der Kante stehen würde. Aber was auf magische Art und Weise oben bleibt. Da macht das Essen gleich viel mehr Spaß. So, Eve. Und? Hattest du Spaß? Juhu! Siehst du, nicht jeder da draußen ist dein Feind. Kein Grund, so gestresst zu sein. Was nun? Wally? Du willst Wally sehen? Gibt es dafür einen besonderen Grund? Was für eine tolle Idee. Juhu! Aufgabe! Oh, du willst, dass ich dir folge? Los geht's! Hat so ein bisschen was von einer Robbe, wie die hier fliegt. Sieht aber schon cool aus. Wohin? Hier ist Wally aber nicht. Hallo, red mal. Aufgabe. Ja, das ist der Aussichtspunkt. Früher gab es hier einen seltsamen Zeitriss. Aber ich habe ihn entfernt, damit wir weiter erkunden können. Wally. Ich schätze, dann gehen wir hier lang. Naja, ich gehe hier lang, ne? Sie fliegt, aber sieht halt, wie gesagt, sehr cool aus. Na, du möchtest mit mir zum Wasser? Eve! Oh! Was ist das für ein Ort? Es ist eine Ruine. Oh! Eve! Wally! Pflanzen! Warte, war das ein geheimer Ort, den du dir mit Wally geteilt hast? Ein geheimer Garten? Ich denke... Er ist ziemlich süß. Machen wir ihn so gut wie neu. Ich kann die Reste des Abdrucks von etwas Runden sehen, das wie ein Mülleimer aussieht.
Seltsam. Pflanzen. Wally. Ach ja, richtig. Wally benutzt manchmal Mülleimer als Pflanzgefäße. Wally. Und irgendwann scheint es hier auch eine Decke gegeben zu haben. Eine Decke auf dem Boden, ich wollte gerade sagen. Bei all den Zeitanomalien sind sie vielleicht noch im wirbelnden Sand in der Nähe vom Land der Uralten versteckt. Ich werde sie suchen gehen. Und ich werde sogar ein paar Blumen und vielleicht etwas Jade zur Dekoration hinzufügen. Uhu! Moment, verlasse den geheimen Garten. Habe ich schon. Kommt da noch was Neues? Muss ich warten, dass sie ihn auch verlässt, oder? Ich gehe nochmal ein Stückchen weiter. Also wir sollen nicht den Garten verlassen, wir sollen hier vorne den ganzen Bereich verlassen. Okay, dann Picknickdecke, man kann es nicht lesen. Man kann es ja auch nicht lesen, natürlich. Benutze deine Sanduhr, um die verlorenen Gegenstände, um das Land der Uralten zu finden. Ja, heißt jetzt was? Also wir waren ja jetzt in den Ruinen. Das Ganze ist ja Land der Uralten, aber wo sollen wir jetzt hier suchen? Soll ich jetzt hier suchen, weil ich sollte das ja verlassen? Oder soll ich jetzt doch da drinnen suchen? Das ist jetzt die große Frage. Das war es offenbar nicht. Das führt mich jetzt zu den Docks herunter. Also ich mache mal so die ersten zwei, drei Versuche oder so, mache ich mit euch zusammen. Genau. Wenn das jetzt natürlich... Oh, was habe ich... Achso, nee, das ist nur eine Aufgabe. Wenn das natürlich zu lange dauern sollte, hier ist gar nichts mehr. Oh, hier ist aber dafür nochmal Sand. Dann schneide ich das Ganze einfach raus und dann hole ich euch gleich... Hallo, lauf weiter. Dann hole ich euch gleich wieder hinzu, wenn wir herausgefunden haben, wo das ist. Ich werde aber auf jeden Fall jetzt erstmal in dem Gebiet, wo ich ja eigentlich nicht suchen soll, werde ich jetzt nochmal suchen. Das ist jetzt wieder was, was so am Glitzern ist. Ich bin mir nie sicher. Nee, es ist anscheinend immer am Glitzern. Ja, ja, ich achte da nie drauf und dann glitzert es und dann denke ich immer, ist das jetzt was Besonderes? Okay, das scheint unten zu sein. Ja, wie gesagt, also ich werde hier mal ein bisschen gucken, ob ich hier irgendwo was finden kann. Ich hätte ja gesagt, das müsste hier irgendwo im Strand sein, im Sand sein. Aber die haben mich ja jetzt rausgeschickt, deswegen... Na, hier ist auch wieder was ganz anderes. Jo. Sollte ich das heute nochmal finden, dann schalte ich euch gleich wieder hinzu. Das war doch jetzt gerade. Das war die Picknickdecke. Okay. Die habe ich jetzt auch so einen Sandwirbel gerade bekommen. Nicht von diesen... Also wenn man hier... Ja, kann ich jetzt nicht machen. Wenn man den so hochhebt mit der rechten Taste. Da habe ich den jetzt nicht bekommen, sondern von einem Sandwirbel. Das ist jetzt natürlich schlecht, weil ich habe vorhin Sandwirbel schon alle entfernt. Ich hoffe jetzt nicht, dass das jetzt irgendwo da drin gewesen sein sollte und ich jetzt warten muss, bis die anderen Sandwirbel wiederkommen. Das wäre jetzt richtig blöd. Ich gehe auf jeden Fall nochmal weitere Sandwirbel wegmachen und ich hoffe mal, dass wir dann nochmal etwas finden werden. Ja, ihr Lieben, ich bin jetzt wieder zurück von meiner Runde. Ihr seht, selbst die Erdbeeren sind jetzt schon wieder gekommen. Aber ich habe tatsächlich überall jetzt geschaut und ich habe nichts mehr in wirbelnden Sanden gesehen. Ich denke auch mal nicht, dass hier jetzt wieder irgendwas neu gekommen ist. Dass man jetzt nochmal die Runde von vorne anfangen kann. Nee, hinten ist auch immer noch alles weg. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr ärgerlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das genau in einem von diesen Dingern drin gewesen ist,
die wir jetzt davor schon weggemacht haben. Und das waren jetzt nun wirklich nicht viele. Aber es ist für mich jetzt trotzdem ärgerlich, weil ich jetzt halt mit dieser Quest hier nicht weitermachen kann. Und ich hasse es wirklich, Quests zu teilen. Also auf mehrere Folgen aufzuteilen. Ich meine, wenn die Quest so lang ist, mag ich das auch nicht. Aber ich sag mal, dann ist es ja noch okay, damit das nicht zu lang in einer Folge dann im Endeffekt ist. Aber so finde ich es halt blöd. Wir haben jetzt eine Sache gefunden. Jetzt muss ich die Folge erstmal beenden. Und jetzt habe ich das Problem, dass wir jetzt beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder eine Sache finden. Dann können wir das Ganze vielleicht gerade mal kurz abschließen und haben dann in der Aufgabe wieder was anderes drin von einem anderen. Das ist halt blöd. Bin ich ganz ehrlich. Und ich habe die Sachen eigentlich lieber, ich habe die Sachen auch normalerweise lieber nach der Reihenfolge. In dem Fall jetzt hätte ich heute lieber Rapunzel gemacht, aber das ging halt leider nicht, weil man ja ewig braucht, bis die dann wieder gelevelt werden. Gerade wenn man von Level 7 auf 10 leveln will. Das dauert richtig lange. Und ich habe leider kein so großes Feld, muss ich dazu sagen, dass ich da, ja, einmal mal eben abernten kann. Eigentlich müsste ich mir hier mal so ein riesiges Feld anlegen. Das Problem ist nur, ich habe hier eigentlich auch keinen Platz dafür, wenn man mal so überlegt. Also die Ödnis, die ist ja auch schon ziemlich voll. Sonst hätte ich jetzt gesagt, könnte man das da vielleicht machen. Funkelnde Dünen könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, dass man da noch ein größeres Feld machen kann. Grenzland, okay, da wäre vielleicht noch was, wo man was Größeres machen kann. Aber das Blöde ist natürlich auch, wenn man das macht, dann hat man da auch keine Möglichkeit mehr, die Sachen zu sammeln. Und wir sind nun mal in einem neuen Gebiet, wo wir die Sachen sammeln wollen. Das heißt, eigentlich müsste ich das dann im alten Bereich machen. Und da habe ich jetzt so auf Anhieb nicht wirklich irgendeinen Bereich, wo ich jetzt so großen Platz habe, dass ich da jetzt nochmal ein riesiges Feld reinmachen kann. Aber ich werde mal schauen, wie ich das eventuell machen kann mit dem Leveln. Ja, es ärgert mich halt jetzt nur sehr, weil es jetzt nicht in einer Folge ist. Sollte ich, bevor ich das Ganze umgewandelt und hochgeladen habe, nochmal reingehen und das nochmal finden, dann werde ich das Ganze aneinander hängen. Ansonsten, ja, bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Muss leider jetzt noch eine Weile warten, bis die dann wiederkommen, diese wirbelnden Sande. Und dann werde ich nochmal eine neue Runde machen, hier durchlaufen und hoffentlich den Rest dann noch damit finden. Danke erstmal fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.